Umfrageergebnisse filtern oder auch miteinander vergleichen. Nachdem Sie jetzt die Auswertung kennengelernt haben und die ersten Erkenntnisse gewonnen haben, möchten Sie sicherlich auch gerne mal tiefer reinschauen, um zu gucken, was haben einzelne Teilnehmergruppen geantwortet oder was ist über die Zeit passiert. Also wir haben ja verschiedenste Ansatzpunkte, wo wir sagen, okay, da wollen wir ein bisschen tiefer reinschauen, das interessiert uns ein bisschen mehr. Das Gesamtergebnis ist gut, aber wir brauchen es detaillierter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das Ganze machen können. Wir haben jetzt hier exemplarisch mal eine Mitarbeiterbefragung geöffnet und haben in der ersten Frage die Frage nach der Abteilung gestellt. Das heißt, in welcher Abteilung ist der Mitarbeiter tätig, weil wir am Ende wissen möchten, wie haben die einzelnen Abteilungen geantwortet, um dann zu gucken, ob es da irgendwo Probleme oder Defizite gibt, wo wir dann einsteigen können. Um das Ergebnis jetzt zu filtern, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier oben immer das Gesamtergebnis, sehen wir. Wir können das öffnen und sagen, wir legen einen neuen Filter an. Dann bekommen wir die Filtereinstellung und haben jetzt hier verschiedenste Optionen, nachdem wir das Ergebnis filtern können. Das ist einmal das Teilnahmedatum, das heißt von X zu Y, wer in diesem Zeitraum teilgenommen hat, den möchten wir uns anzeigen lassen. Wer in diesem Zeitraum von X zu Y eingeladen wurde, das ist unabhängig, wann er denn teilgenommen hat. Oder auch wer in dem Zeitraum von X zu Y abgeschlossen hat. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu differenzieren. Als zweite Option können wir sagen, auf verhaltensbasiert. Wir haben keine Auswahl, das sind dann alle Teilnehmer. Oder hier auch nochmal explizit alle. Hier sind auch die Besucher mit drin, das sind dann aber nur die Teilnehmer an der Stelle. Wir können sagen, alle Teilnehmer anzeigen, die bis zum Ende teilgenommen haben, weil wir nur die Ergebnisse als relevant betrachten. Oder wir können alle Teilnehmer anzeigen, die die Umfrage abgeschlossen haben, weil auch die uns interessieren im Einzelnen. Also da haben Sie hier mehrere Möglichkeiten, wie Sie es auswählen können. Dann, wenn Sie mit verschiedenen Besucherquellen arbeiten, das heißt über den Link, über die Website-Integration, Teilnehmerlisten, Multilinks oder, können wir auch anhand dessen das Ergebnis differenzieren oder segmentieren. Grundsätzlich alle Besucherquellen, wir können auch sagen, wir wollen nur die über den normalen Umfragelink sehen oder alle, die über das Pop-up zum Beispiel daran teilgenommen haben. Oder hier unten wären dann Ihre Teilnehmerlisten und Multilinks, wenn Sie die nutzen. Wir können nach Gerät segmentieren, das heißt alle, die über Desktop, Tablet, Smartphone oder sonstiges teilgenommen haben. Wir können auch nach der Sprache segmentieren, das heißt, Sie haben die Umfrage in mehreren Sprachen aufgebaut. Dann können Sie nach nur den in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, wie auch immer, das Ganze splitten. Das Antwortverhalten ist auch noch sehr interessant. Wir können auf Basis der Antworten, die ein Teilnehmer gegeben hat, das Ergebnis filtern. Beispielsweise hier jetzt, wir haben jetzt, hier unten sehen Sie es noch, nach den Abteilungen gefragt und möchten gerne alle Antworten aus dem Sales-Bereich sehen. Dann würden wir jetzt sagen, bitte zeige mir alle, die bei der ersten Frage, in welcher Abteilung sind Sie tätig, Sales geantwortet haben, also wurde beantwortet. Das ist jetzt eine einfache Variante. Wir können das auch noch kombinieren mit sagen, alle, die im Sales-Bereich oder die im Controlling geantwortet haben zum Beispiel. Das können wir auch machen. Wir können es auch ins Unverhältnis setzen, das heißt, beide Bedingungen müssen zutreffen. Das wird jetzt hier nicht funktionieren, weil man sich vorher entscheiden musste, aber es ist möglich. Und dementsprechend ist es auch möglich, dass wir noch weitere Bedingungen setzen. Auch wieder im Und- oder Verhältnis, um halt hier Segmentierung stattfinden zu lassen. Als nächstes können wir auch nach Teilnehmerlisten segmentieren. Das heißt, wenn wir Teilnehmerlisten genutzt haben für die E-Mail-Einladung, wählen wir die Liste aus und können dann hier in den Daten, die wir dort hinterlegt haben, wie beispielsweise zusätzliche Spaltenangaben mit Kundennummern, mit Abteilungen, mit Standorten oder, können wir das hier segmentieren und sagen, bitte zeige mir nur dir von Standort A an. Hat den einfachen Vorteil, wenn Sie über die Teilnehmerlisten einladen, können Sie pro Teilnehmer eine genaue Zuordnung schon hinterlegen. Die ist dann auch hundertprozentig. Der Teilnehmer kann nichts Falsches angeben und Sie können das dann hier einzeln wieder auswählen und das Ganze auch wieder im Und-oder-Verhältnis. Also da sind wir sehr flexibel aufgebaut und geben Ihnen dafür viele Möglichkeiten. Zum Schluss gibt es noch Parameter. Wenn Sie mit Parametern am Umfragelink arbeiten, können Sie die hier auswählen. Wir sind jetzt mal zwei Parameter mit reingerutscht, sage ich mal. Und dann ist das der Parameter und enthält, wenn Sie keine Angabe tätigen, sind es alle Personen, die diesen Parameter irgendwo hatten.
oder sie machen eine exakte Betitelung oder eine halbe mit enthält und können anhand dessen das Ergebnis dann filtern. Auch sehr spannend. Das ist jetzt, wie gesagt, hier die Filterung. Dann nehmen wir das mal ein bisschen wieder runter und sagen, alle aus dem Sales-Bereich, die wollen wir uns gerne angucken. Dann vergeben wir noch eine Betitelung, dass wir auch wissen, was es bedeutet. Und jetzt haben wir den Sales und speichern das. So, was ist jetzt passiert? Jetzt sehen wir kein Ergebnis. Hat auch den richtigen Grund, weil bei dieser Umfrage eine Anonymitätsfunktion eingestellt wurde. Das heißt, wir dürfen nicht unter ein bestimmtes Limit runterfiltern, um die Person nicht zu identifizieren, also um diesen Schutz bereitzustellen. Ich kann nochmal gucken, ob ich das hier direkt rausschalten kann. Hier ist es nicht aktiv. Am besten verändern wir einfach den Filter oder wir haben, der Parameter ist noch mit drin. Das wird sein. Wir haben keine Parameter. Genau, jetzt sehen wir auch den Sales-Bereich. Das sind vier Personen. Die Anonymität war auf drei gesetzt. Wir hatten den Filter eben so eingestellt, dass wir unter diese drei gekommen sind. Und über diese Filterung können wir jetzt genau sehen, was haben alle Mitarbeiter aus dem Sales beantwortet. Zeigen uns das auf alle an und haben dann so den Verlauf in den einzelnen Antworten hier. Das ist sehr gut, das können wir abspeichern, das können wir hier immer wieder aufrufen, auch Gesamtergebnis, dann haben wir wieder das Gesamtergebnis, da sind Sie relativ flexibel. Als zweite Variante bieten wir Ihnen aber noch an, dass Sie schneller in die Ergebnisse kommen, dass Sie schneller mal reingucken können und einfach mal gucken, wie ist das Ergebnis hier ausgefallen oder hier. Und das nennen wir One-Click-Filter. Das heißt, mit einem Klick, One-Click, können wir das Ergebnis filtern. Und das funktioniert einfach über diese Prozentwerte, die wir hier sehen. Das heißt, das sind für uns die Attribute, die wir anklicken können. Ich sage jetzt, ich möchte die Sales-Person sehen, klicke auf die 40% und sage, diesen Filter hinzuwählen. Und jetzt hat sich alles nach diesen vier Personen gefiltert. Ich sehe im weiteren Verlauf nur diese vier Personen, wie die geantwortet haben. Wenn ich jetzt sage, okay, Marketing und Produktentwicklung möchte ich aber auch noch dazu haben, dann kann ich auch hier auf die 0% noch klicken und sage Plus. So, und jetzt sind die beiden Antwortoptionen als Filterkriterium gesetzt. Dadurch haben wir jetzt ganz schnell die Möglichkeit, uns nur Teilbereiche anzeigen zu lassen, ohne die Filterung hier oben einstellen zu müssen. Können Sie machen, müssen Sie nicht unbedingt, das geht auch schneller hier. Und so können wir auch weiter filtern. Das heißt, wir können bei der nächsten Frage auch noch einen Filter ansetzen und sagen, das Arbeitsklima in meinem Team ist sehr gut. Da haben wir jetzt drei Personen, die sind da so 50-50 unterwegs und dann gucken wir doch mal, was die noch so angemerkt haben in der Befragung. Und setzen auch hier wieder einen Filter und haben dann auf drei runtergefiltert. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Kriterien gesetzt. Wir haben alle aus dem Marketing, wir haben alle aus dem Sales-Bereich und die hier mit 50-50 geantwortet haben. Und wie Sie eben schon gesehen haben, können wir hier natürlich auch sehen, das waren zwei Personen aus dem Sales-Bereich und eine Person aus der Produktentwicklung. Aha, und so kommen wir halt dem Ganzen ein bisschen auf die Spur und können sagen, okay, wo hapert es denn hier? Hier sind die Verbesserungsmöglichkeiten abgefragt worden. Dann sehen wir, okay, technische Ausstattung, Belüftung, Beleuchtung, das sind so Knackpunkte, die da angesprochen worden sind. Und dafür sind diese Filterungen sehr gut, dass Sie das hier differenzieren können oder auch schneller segmentieren können. Zum einen über die Filtereinstellung oder auch hier. Das ganz Interessante dabei ist oder Nette auch noch, das, was wir hier eingestellt haben, ist gerade über die One-Click-Filter, wird uns auch direkt angeboten zu speichern. Das heißt, Filter unbenannt, den haben wir noch nicht benannt, können wir speichern. Wir klicken drauf und sagen Sales und Marketing. Und wenn wir hier zu Antworten gehen, dann ist das, was wir eben uns zusammengeklickt haben, hier schon ausgewählt. Klicken auf Speichern und haben diesen Filter festgemacht. So, das ist jetzt die Filterung. Das wird hier uns hier auch nochmal markiert, was wir denn filtern. Sehr angenehm, um das nachzuvollziehen. Mit dem X hier oben können Sie die Filterung einfach immer wieder deaktivieren. Einfach rausnehmen und wir sind wieder im Gesamtergebnis. Jetzt wird es aber auch noch spannend, wenn wir sagen, wir wollen das vergleichen. Das heißt, wir haben jetzt das Gesamtergebnis, das ist gut, wir haben die Einzelergebnisse, das ist auch gut, aber wir wollen jetzt mal in den Vergleich setzen. Wo hat eigentlich wer wie abgeschnitten? Wer besser, wer schlechter? Wo gibt es mehr Handlungsbedarf, dass wir das auf einen Klick sehen? Und dafür gibt es die Möglichkeit, dass Sie Vergleiche anlegen.
Das heißt, wir sehen hier oben das Gesamtergebnis wieder oben auf der linken Seite und daneben haben wir Plusvergleich. Mit Plusvergleich fügen wir eine zweite Perspektive hinzu und in unserem Beispiel machen wir noch eine Perspektive und klicken jetzt mal auf Anwenden. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben dreimal das Gesamtergebnis nebeneinander platziert. Das hilft uns jetzt erstmal nicht viel weiter, aber wenn wir jetzt mal in das Chart reingucken, dann sehen wir immer drei Ausschläge pro Antwortoption. Das ist dann Gesamtergebnis, Gesamtergebnis, Gesamtergebnis. Und hier unter sehen wir das auch nochmal in diesem Spaltenaufbau. So, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das vergleichen, finde ich persönlich ist es immer sehr interessant zu sehen, wie ist das Gesamtergebnis ausgefallen und dann die einzelnen Perspektiven dazu. Und dann kann ich jetzt hier reinwählen und sagen, zeig mir bitte in dieser Perspektive alle aus dem Bereich Sales an. Und hier drüben hätte ich gerne Marketing. Marketing haben wir hier nicht. Dann wenden wir das erstmal an und wählen hier nochmal Produkt und Marketing. Klicken hier nochmal auf den One-Click-Filter und haben jetzt auch die Kategorie dazu. Das können wir uns gerne nochmal schnell abspeichern. Marketing. So, jetzt haben wir einen Vergleich mit drei Perspektiven aufgebaut. Wir haben links das Gesamtergebnis. Dann haben wir alle aus dem Sales und dann alle aus dem Marketingbereich. Und so stellt sich das jetzt hier dar. Das sehen wir jetzt hier vorne erstmal beginnend an der Stelle und haben jetzt hier, bitte bewerten Sie Folgendes hinsichtlich Ihrer Arbeitssituation und können halt sagen, okay, na, falscher Diagrammtyp, wir nehmen mal diesen hier, genau. Da sehen wir nämlich die Durchschnittswerte, die in diesem Fragebereich gegeben worden sind. Können wir uns hier oben nochmal anzeigen lassen und haben das visuell ein bisschen besser gestärkt. Die Datentabelle gibt uns jetzt immer so detaillierte Angaben. Das heißt, wir sehen das wirklich pro Antwortoption, wie haben die Einzelnen geantwortet. Und das auch im weiteren Verlauf. Das ist jetzt mit dem Auge natürlich, weil das sehr, sehr viele Zahlen sind, immer ein bisschen schwer zu erkennen. Und genau dafür haben wir noch eine kleine Erweiterung gebaut. Das heißt, wenn wir oben hier unseren Vergleich angelegt haben, entsteht ein kleines Zahnradsymbol. Wenn wir das anwählen, haben wir nochmal unsere drei Vergleichsperspektiven. Sechs sind maximal möglich. Hier ist die Bezeichnung und hier unter auch der Filter, den wir ausgewählt haben. Das sind die Filterungen. Und hier unten wird es spannend. Wir können eine prozentuale Entwicklung anzeigen. Das heißt, links haben wir unser Gesamtergebnis platziert, daneben Sales und Marketing. Und wir wollen jetzt gucken, inwieweit die beiden Gruppen vom Gesamtergebnis abweichen, weil uns das interessiert. Und dann sagen wir Sales, prozentuale Entwicklung ausgehend von Vergleichswert 1, das ist der hier, hier oben steht es nochmal, und das Marketing wollen wir auch von 1 vergleichen. Also beide beziehen sich auf das Gesamtergebnis. Und wenn wir jetzt speichern, bekommen wir zu den Perspektiven noch diese farblichen Badges. Die zeigen uns direkt an und deswegen auch farblich, was sehr angenehm ist, ist das Ergebnis besser als das oder ist das Ergebnis schlechter als das? Und so können wir jetzt im weiteren Verlauf sehr gut und sehr einfach reinschauen in die Ergebnisse und das betrachten und sagen, ah, okay, hier Arbeitsklima ist sehr gut, Sales hat da besser als der Durchschnitt abgeschlossen und im Marketing, oh, sind die ein bisschen drunter. Da müssten wir mal gucken. Wie ist es hier mit meinen Arbeitskollegen? Unterstützen sich gegenseitig, haben beide Abteilungen, sind ein bisschen unter dem Durchschnittswert, also da könnte man auch nochmal mit ihnen sprechen. Aber hier zum Beispiel, mein Aufgabengebiet ist abwechslungsreich, sind beide ein bisschen drüber, also die scheinen sehr zufrieden zu sein mit ihren Aufgaben, die haben dann einen positiven Wert. Und diese farbliche Markierung, das ist das sehr Angenehme an der Stelle, lassen mich ganz schnell das Blicken oder erblicken, wo, wie die einzelnen Perspektiven abgeschnitten haben. Und das ist das Angenehme hier bei Easy Feedback. Wir können ein Ergebnis, ein Gesamtergebnis, wir können uns ein Teilergebnis anschauen, wir können es auch vergleichen und wir können es auch noch visuell besser darstellen, um einfach hier in die Ergebnisse oder mehr aus den Ergebnissen rauszuholen und es auch besser zu präsentieren. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erkunden Ihre Ergebnisse, Ihre Segmente und wirklich auch die Insights zu entdecken
die ja wirklich das Spannendste sind an der ganzen Befragung.